Ja, falls es hier auf YouTube kommt, sage ich schon mal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Shinkansen. Ist das so richtig? Ich hoffe. ja, ich bin echt gespannt. Ne? Ich hier fortfahren. Übrigens, ich habe schon mal so ein bisschen getestet. Ne? Läuft das und wie sieht's aus und so, bla. Ne? Nicht wundern, wir starten gleich ein neues Spiel. Nee, auch dich nicht. Ja, schön, schön. Es ging gerade darum, Supportanteil der Konto ausgestellt werden. Ah ja, alter Spielstand wird gelöscht. Ja, ist okay. Das kann natürlich gelöscht werden. So. Ja, und dann damit nochmal hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier Zugbegleiter irgendwie. Hier kommt nichts. Ich weiß nicht, ob uns nochmal die Spielregel erklärt wird. Wagen 7. Sappchen, bist du in Tokio nicht den Shinkansen gefahren? Wartet nicht so? Hier war doch irgendwo. Ja, genau, da ist der junge Mann. Der ist auf der 16. Der Junge und das Mädel sind auf der 4. Wir sind damit oft gefahren. Cool, cool. Sieht der auch so aus oder sagst du, ja, nee, sieht ganz anders aus. Und vor allem spreche ich es richtig aus, ist ja auch die Frage. Mahlzeit. Was machst du hier? Sind du schon wieder begegnet? Spielst du also auch das Spiel? Ach, du auch. Das, bin schon ganz aufgeregt. Meine Schwester schläft die ganze Zeit. Da war echt langweilig. Ja. Egal wie lange ich warte. Sie wacht einfach nicht auf. Stups mal an. Schneid dir mal einen Finger ab, dann wird's aufwachen. Entschuldigung. aber du jetzt spielst, werde ich wieder gut drauf. Okay. Weißt du, wie man das Spiel spielt? Ich sag jetzt mal ja. Du willst mich halten, aber okay, der erklärt uns nochmal die Regeln. So. Die Regeln sind ganz einfach. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, dann geh zurück. Wie man das Spiel beendet? Erreiche Waggon 0. Und bestätige, ja. Und betätige die Bremse im Führerraum dahinter. Waggon 0 müssen wir also. Wir sind jetzt Waggon 7 die ganze Zeit. Bei den Toiletten gibt es keine Anomalien. Interessant, dass er das so auch gleich sagt, dass es da keine Anomalien gibt. Glaube ich nicht. Alles klar? Ja. Super. Dann sehen wir uns später. Außerin. Grüß deine Schwester von mir. Ne? Du fragst mich wegen der Aussprache? Naja, wenn jemand von uns wenigstens ein bisschen Japanisch kann, dann ja wohl du. passt schon, würde ich sagen. Aber so ein Telefon habe ich nie gesehen. Okay. Okay, also wir müssen jetzt darauf achten, wenn uns irgendwas Ungewöhnliches auffällt, sollen wir zurückgehen. Hier ist nichts. Toilette geht auf. Aber hier sind ja wohl keine Anomalien. Nur, dass hier immer besetzt ist. Das habe ich schon beim Test hier gesehen. So. 16. Schönen guten Tag, ist jemand neu zugestiegen? Die 4. Der Junge ist weg. Ist das jetzt schon komisch? Müssen wir zurückgehen? Hier ist auch nichts. Wieder Waggon 7. Und es ruckelt. Was ist denn hier los? 16.
Darum ist ein Koffer. Der war aber eben auch schon da, ne? Das Mädel schläft noch. Nichts. Waggon 6, okay. Wir nähern uns dem Ziel. Der ist auf die 16. Darum ist der Koffer. Auch da. Gut. Nichts. 5. Okay. Der ist auf der 16. Sie auf der 4 mit Koffer. Sind sie neu zugestiegen? Warum sind wir so klein? Hi. Gut, ich würde sagen, dann müssen wir zurück. Ne? Was passiert, wenn wir weitergehen? Kriegen wir denn ein anderes Ende? Passiert was Grauenvolles oder passiert einfach gar nichts und wir laufen unendlich weiter? Wir gehen mal zurück. So, jetzt hier wird? Nö. 4. Okay. War also richtig. 16. Köfferchen. Und sie ist auf der 4. Und keine gruselige Frau hier. Das ist gut. Nokori 24. 24. Ist es jetzt schon? Ist es jetzt schon etwas, wo wir zurückgehen müssen? Ich würde sagen, ja. Ne? Ihr könnt ja mal kurz entscheiden. Wollen wir weitergehen oder zurück? Weil jetzt ist ja was anderes. Also, jetzt gibt es hier eine Änderung. Gibt es hier auf dem Klo eine Änderung? Liegt hier vielleicht eine Wurstitz drin? Nicht. Okay. Können wir uns in den Spiegel sehen? Nein. Wie jetzt machen? Nice. Ich würde sagen, wir gehen zurück, ne? Komm, wir gehen zurück. Guten Tag, bin der Neue, komme jetzt öfter. Sie schläft noch. Köfferchen ist noch da. Ach, jemand neu hinzugezogen. Gestiegen. So. Nokori 24. 24. 3. Okay. War also richtig. Der schläft auf der 16. Da oben ist ein Koffer. Sie auf der 4. So ist fein. Kommen wir gleich durch das Spiel. Nokori 23. 23. Wieder zurückgehen. Mahlzeit. Nokori 23. 2, okay. War also richtig. Er ist auf der 16. Darum ist das Köfferchen. Das ist kein Köfferchen mehr. Sie ist auf der 4. Alles da, dann also wieder zurück. Irgendein Fleischballen. Geh nochmal was anderes. 22. Dann hier wieder zurück. Aber hier ist dieser Fleischklops oben. Nee, komm, wir gehen nochmal richtig zurück. Hat hier irgendjemand was gesagt? Gehört. Sapien, wie wär's? Du spielst das Spiel mal alleine?
1. Okay, war richtig. So. Er auf der 16. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein, 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 nein. Das nicht. Also nicht, dass ihr hier was denkt. Sie ist noch da und schläft. Okay, wir gehen zurück. Stell dir mal vor, ne, du bist so. Du arbeitest halt so als Zugbegleiter und da fällt irgendwie eine Dose auf den Boden und du gehst gleich so, okay, ich mach Feierabend. Wagen 0. Okay. Wir sind schon mal gut. Der ist auf der 16. Sie ist auf der 4. Köfferchen ist oben. So. Hier sind Gesichter. Wieder zurück. Seht ihr das? Hier, ne? Ja. Hat er nicht die Aktentasche neben sich? Also unten auf dem Boden? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Aber hier sind Gesichter zu sehen. Ich gehe zurück. So, ich sollte hier vielleicht nochmal gucken, ne? 20. Aber hier sind Gesichter. So. Der Zug ist voll. Ja, jetzt ja. Mit Gesichtern. Ah, okay. Scheint richtig zu sein. Er ist auf der 16. Tasche neben sich. War das jetzt die Bremse? Legt es nicht auf. Es gab einen Unfall. Aus Sicherheitsgründen werden wir für eine Weile lang anhalten. Blue Stage. Clear Blue Car. Okay. Okay. Keine Anomalie, sagst du? Du bist die ganze Zeit kacken. Du bist echt super. Ja, wir hatten einen Unfall. Du hast es geschafft. Achso. Suchst du was? Hast du etwa hier schon eine Führung? Es soll wohl ein Scherz sein. Das ist nicht, dass es im Shinkansen auch noch eine Green Cars gibt. Die sind quasi die erste Klasse. Hm. Ich dachte, das wäre klar. Ja, selbstverständlich, ich arbeite hier. Willst du wissen, wie man den Führerraum kommt? Ja, klar. Natürlich, durch die Green Cars. Vorhin habe ich hinter Waggon 0 gesagt. Da meinte ich Waggon 0 bei den Green Cars. Gut, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Wie dem auch sei, jetzt ist es genau andersrum. Du solltest eine Anomalie bemerken, dann geh weiter. Ah, okay. Wenn alles normal ist, geh wieder zurück. Okay. Ach ja, wenn du 3 Fehler machst, kommt der Geist dich holen. Wessen Geist? Ich drücke dir die Daumen. Also, du weißt schon. Ich frage mich, wieso wir hier sind. Das frage ich mich auch gerade. Findest du das nicht auch voll seltsam? Ich habe mir das Spiel gekauft, also ich finde es nicht seltsam. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Egal, schon gut. Konzentriere dich. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das Spiel zu schaffen. Wir sehen uns. Außer viel Spaß beim Kacken. Da macht mein Bauch gleich Geräusche. So. Also wenn alles normal ist, zurückgehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist hier normal. Das sind also die Dreamcasts. Wir haben hier gleich Teppich, luxuriöse Sitze. Hier ist ein bisschen abgedunkelt. Winter, Alter.
Also wenn er normal ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, aber wir gehen denn jetzt weiter, ne? Wenn es unnormal ist, also, ne, dann weitergehen. Er guckt nach dem Koffer. Hat er auch grüne Augen? Vor allem, was ist mit seiner Schwester? Die sah ganz nett aus. Rock von Front. Dach Oma. Sind Sie ein Mensch? Bin mir gerade nicht sicher. Natürlich bin ich das. Mich können Sie nicht täuschen. Sie tragen einen Anzug. Achso, ja klar, wenn man einen Anzug trägt, dann ist man natürlich kein Mensch mehr, ne? Oh, ich könnte ja eigentlich mal meine Oberstimme rausholen, ne? Hatte ich ja schon eine Weile nicht mehr. Das ist immer schön, ne? Wenn auch die Synchronsprecher irgendwie so ein Jubel oder so nochmal auf Deutsch übersetzen, so wuhu, ist das. So kam ich mir gerade vor mit diesem Hindana. Die sind nicht so wie die anderen. Sorry, muss man wissen. So viel ist sicher. Also, junger Mann, wie lange sind Sie schon hier? Ich weiß nicht. Haben Sie noch andere im Zug getroffen? Ja. Eine Frau in Alltagskleidung, einen Jungen im Kapuzenpulli. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dank meiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe und meiner 84 Jahre Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die meisten Leute hier keine richtigen Menschen sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei den Typen mit grünen Augen. Ich dachte, das ist normal hier in Japan. Weiß ich nicht, Sappchen weiß da vielleicht mehr. Es gibt bestimmt in Japan leuchtende Kontaktlinsen oder sowas, ne? Wurst. Diese Leute reagieren manchmal, wenn man sie anspricht. Fast als wären sie Roboter. Ich erkenne Menschen, wenn ich sie sehe. Daraus kann ich eines schließen. Trauen Sie niemanden, der einen Anzug trägt. So, dann genau. Und noch was. Bin so müde. Lassen Sie mich etwas schlafen. Ich glaube, ich muss die Opa-Stimme mal wieder üben. Ich habe die schon lange nicht mehr gesprochen. So, der hat sich hingesetzt. Hier wird's neblig, also gehen wir weiter. Guten Tag. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Entweder brennt's hier oder jemand raucht. Ist das hier das Rauchabteil? Ich bin mir nicht sicher. So, Sachen sind komisch, wir gehen weiter. Da setze ich wieder hin. Hier ist jemand Neues. Die war da vorher nicht da, ne? Also gehen wir hier auch nochmal weiter. Er hat noch grüne Augen. Sie läuft immer noch mit. Muss ich hier auch gucken, was sie drin hat? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es sind nicht so viele Details jetzt. Wir sind Wagen 6. Das ist schon mal gut. Geht also weiter. 25. Jetzt gehen wir weiter. Der setzt sich wieder hin. So, war jetzt hier. Sie ist auch da. Sonst irgendwas? Er hat grüne Augen. Sie hat immer noch Schmackos. Kann mir aber nicht behalten, ob es genau die sind. Ah, das hier sieht alles normal aus, ne? Das heißt, wir müssen zurück.
Ich habe hier nichts Ungewöhnliches jetzt gerade gesehen, außer seine grünen Augen. Aber ich glaube, die sind hier normal. Darf ich mal? Dankeschön. Gehen wir mal zurück.